Ich kann nicht mehr. Ich kann echt nicht mehr. Ich habe als Unternehmer unglaublich viele Präsentationen gehalten. Ich habe gegenüber VCs gepitcht, ich habe gegenüber Kunden gepitcht. Umgekehrt haben Startups bei mir in meiner Zeit als Venture Capitalist gepitcht. Ich habe tausende Startup-Pitches gesehen. Und ich muss sagen, die meisten sind einfach nur schlecht. Und das möchte ich ändern. Ich starte heute einen Coup. Ein Coup gegen schlechte Präsentationen. Ein Coup gegen Death by PowerPoint. Und deswegen gebe ich heute einen Workshop, um Gründern, aber auch allen anderen Menschen, die Präsentation geben, beizubringen, wie sie wirkungsvoller präsentieren können. Mein Learning aus dem Workshop heute war, dass es überhaupt nicht schwer ist, gute Präsentationen zu machen, weil man einfach auf ein paar Punkte achtet, dass man die Slides nicht überlädt, dass man das Publikum wirklich mit spannenden Stories mitnimmt, dass man vielleicht ein paar mehr Bilder in den Präsentationen verwendet, anstatt zu viel Text. Die Core Message heute war dann auch, dass Storytelling sehr, sehr wichtig ist und die Erzählung auf jeden Fall passen muss. Ich glaube, bei der Präsentation ist besonders wichtig, dass ich meine Zuhörer abhole, sie begeister, überrasche und alle Fragen beantworte und es auch genug Platz für Fragen gibt. Ich glaube, es ist wichtig, gut präsentieren zu können, weil man einfach eine gute Story erzählen kann, Leute auf seine Seite irgendwo kriegen kann, seinen Punkt vermitteln kann und auch wirklich erfolgreicher ist am Ende des Tages mit dem, was man eigentlich erreichen will. Präsentationen sind für Startups, aber auch alle anderen Unternehmen da draußen unglaublich wichtig. Mit einer Präsentation pitcht ein Startup um VC-Geld. Das wichtig ist, um zu überleben. Mit einer Präsentation pitcht ein Startup, aber auch jedes andere Unternehmen da draußen um Kunden. Eine Präsentation beeinflusst direkt den Geschäftserfolg.